Ganz herzlichen Dank. Ich bin im Moment mindestens zweimal im Jahr in Nürnberg, aber in ganz anderen Dingen, nämlich als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Aber heute spreche ich tatsächlich zu meinem anderen Forschungsthema, also nicht der Migration, sondern zum Thema der Bürger als Producer, politische Beteiligung von Konsumentenbürgern im Social Web. Nun, Ihnen als Medienpraktiker, Medienwissenschaftler erzähle ich zunächst einmal wahrscheinlich nichts Neues. Kritische Journalisten, Sozialwissenschaftler sparten in der Vergangenheit nicht damit drastischen Worten, wenn es darum ging, den demokratieschädlichen, gemeinschaftszerstörenden, die Auswirkungen von Massenmedien zu beschreiben. Wir amüsieren uns zu Tode, so die altbekannte Wendung und Warnung von Neil Postman vor den sozial schädlichen Wirkungen von Unterhaltungskonsum. Wir leben in einer Mediokratie, so das Resümee von Thomas Mayer in seiner Kritik an der von ihm monierten Kolonialisierung der Politik durch die Medien. Die kommerzielle Handlungslogik der Massenmedien, so die zentrale Argumentationslinie, betrachte Information als Ware und führe zu einer fortschreitenden Unterhaltungs- und Eventorientierung in der Politik. Sie entziehe damit politischer Herrschaft zunehmend die legitimitätsstiftende Kontrolle einer demokratischen Öffentlichkeit. Kommerzialisierung als zentrale Veränderung auf der Makroebene moderner Mediengesellschaften, so die linke Kritik, sei verbunden mit bestimmten demokratieschädigenden Wirkungen auf der Mikroebene, auf der Ebene der politischen Beteiligung der Bürger. Der seit Jahren zu verzeichnende Mitgliederschwund in großen Parteien und Gewerkschaften, die abnehmende Wahlbeteiligung und ein allgemein abnehmendes Vertrauen in die gewählten politischen Eliten werden gleichermaßen als Indikatoren genommen für die Annahme einer zunehmenden Apathie und Politikverdrossenheit. Nimmt man etwa die Argumentation von Colin Crouch, dessen Buch zur Post-Democracy die demokratiekritische Debatte der europäischen Linken wohl wie kein anderer in den letzten Jahren geprägt hat, so leben wir gegenwärtig in einer Art gesellschaftstheoretischer Dystopie. Er schreibt: The commercial model is triumphing over other concepts of mass political communication. Politics and other types of news have been increasingly redefined as items of very short consumer spending. The consumer, so Crouch, has triumphed over the citizen. Konsum bzw. konsumtive Rezeption charakterisiert danach nicht nur die Haltung von Bürgern gegenüber den Massenmedien. Neoliberale Reformen, so Crouch, haben den Staat zunehmend zu einem großen Unternehmen werden lassen. Die Einführung von Konzepten des neuen politischen Steuerungsmodells ab Mitte der 80er Jahre habe, so die Argumentation, das Verhältnis zwischen Bürgern und Verwaltung so geändert, dass die Bürger dem Staat gegenüber auch nur als Consumer in einer konsumeristischen Haltung als Kunden und Nachfrage öffentlicher Dienstleistungen gegenübertreten. Nimmt man nun die Argumente vom Bürger als Medienkonsumenten und vom Bürger als Kunden öffentlicher Einrichtungen zusammen, so entsteht das Bild von einer Transformation öffentlicher Politik zu einer Politik des Konsums. Ja, man könnte sagen, von einer republikanischen Demokratie zu einer konsumeristischen Postdemokratie. In dieser konsumeristischen Postdemokratie wird politisches Handeln zunehmend reduziert auf die individuelle, privatisierte Wahl zwischen angebotenen Programmen oder anderen politischen Offerten. Die Reduzierung von Politik auf individuelle Konsumentscheidungen widerspricht jedoch grundlegenden republikanischen Vorstellungen von Politik und Demokratie. Denn letztendlich führt sie zur Gleichsetzung von Demokratie mit marktvermittelter Aufsummierung, Aggregation privater Einzelinteressen und eben nicht mehr, wie im republikanischen Sinne, von Demokratie als Vorstellung kollektiven politischen Handelns. Nun, diese düstere Negativutopie vom Bürger als individualisierten, konsumorientierten Medienkonsumenten und Marktbürger kann mit zwei gegengerichteten, eher optimistischen Interpretationen der Entwicklung zum individualisierten und marktorientierten Bürger konfrontiert werden.
Zum einen meine ich die Transformation von Bürgerschaft im Sinne neuer Vorstellungen von strategisch und gemeinwohlorientierten Konsumentenbürgern auf dem Markt und zum anderen die Transformation von passiven Medienkonsumenten zu aktiven Netzbürgern im Social Web. Insbesondere seit den 60er Jahren hat sich mit steigendem Bildungsniveau der Bürger und fortschreitender Individualisierung moderner Gesellschaften das Verhältnis zwischen Konsumenten und Kunden auf der einen Seite und Waren- und Dienstleistungsanbietern grundlegend geändert. In tendenziell allen gesellschaftlichen Bereichen können wir etwas feststellen, was Gerhards genannt hat, einen Aufstand des Publikums. Mit der jeweiligen Leistungserwartung der Rezipienten, sei es an die Repräsentanten von Politik, aber auch an Wirtschaft, an Schulen, Kirchen, Medien, auch Gesundheitssysteme, steigt auch das Ausmaß der aktiven Einmischung von uns als Kunden, Konsumenten, Klienten, Patienten. Zwar haben konventionelle Formen der politischen Beteiligung, wie von der Partizipationsforschung vielfach belegt, an Attraktivität verloren, doch ist zugleich, wie Klaus Leggewie schon 1997 diagnostizierte, ein Beteiligungsbedarf entstanden, den offenbar auch die seit den 60er Jahren gewachsenen Partizipationsinstrumente neuer sozialer Bewegungen nicht befriedigen können. Die Debatte um die sogenannten Wutbürger und ihre erstarkte Kritik an infrastrukturellen Großprojekten, wie aber auch der neueste Erfolg der Piratenpartei in Deutschland, sind sicher nur ein augenfälliges Zeichen der Entstehung einer neuen Partizipationskultur. Eindimensionale Negativbilanzierung der Entwicklung politischer Partizipation haben lange Zeit innovative Formen der bürgerschaftlichen Teilhabe verkannt. Neben der gestiegenen Demonstrations- und Klagebereitschaft empörter Kritiker gesellschaftlicher Reformvorhaben, Stichwort Stuttgart 21, neben der massenhaften Beteiligung an Usern an E-Petitions zur Durchsetzung unbeschränkter Netzfreiheiten, Stichwort Zensursula, oder der Beteiligung empörter Wissenschaftler an der kollaborativen Plagiatsuche in Doktorarbeiten prominenter Politiker, Stichwort Vroni-Plagg, hat es in den letzten Jahren noch eine weitere Form innovativer politischer und sozialer Beteiligung von Bürgern gegeben und Beachtung gefunden. Im Engagement kritischer Konsumentenbürger im Social Web, so meine These, manifestiert sich eine gestiegene Bereitschaft, durch die Teilnahme in Form von Boykotten von Produkten, Firmen und Branchen politische und ethische Ziele durchzusetzen. Dabei kommen auch gezielte Konsumakte, sogenannte Boykotte, zum Einsatz, wie etwa im Fair Trade oder Biokonsum, oder Kampagnen zur öffentlichen Thematisierung skandalisierter Produktionspraktiken, wie etwa im Protest gegen Sweatshops in Entwicklungsländern. Im Begriff der Konsumentenbürgerschaft, manche sprechen auch von strategischem Konsum oder partizipativen Konsumenten, kurz PAKOs genannt, verschmelzen Bürger- und Konsumentenrolle insofern, als bürgerschaftliche Handlungsnormen auf alltägliche Konsumhaltungen und Handlungen übertragen werden und dadurch die Sphäre des Konsums politisiert wird. Nun, was die quantitative Bedeutung dieses Trends zum politischen Konsum angeht, so rangiert politische Beteiligung in Form von Boykott und Beikott inzwischen gleich hinter der Wahlbeteiligung und deutlich vor der Partizipation, Teilhabe an Parteiaktivitäten oder gar Protestaktivitäten wie Demonstrationsteilnahme. Marketingfirmen gehen sogar davon aus, dass gegenwärtig über 20% der Bevölkerung über 18 Jahre als partizipative Konsumenten zu bezeichnen sind. Unter Onlinern sollen es gar 36% sein. Während der Bürger als Konsument bei Colin Crouch durch große politische Inaktivität gekennzeichnet ist, werden dem Bürger als Konsumentenbürger ein ganz ausgeprägtes moralisches Verantwortungsbewusstsein zugeschrieben. Verantwortungsbewusstsein für die sozialen, politischen und ökologischen Folgen seines Marktverhaltens. Zudem geht man davon aus, dass er umfangreiche Kenntnisse über Produkte und komplexe Produktions- und Handelsprozesse besitzt.
Dabei lassen sich nach dem Grad der Politisierung und Individualisierung des Handelns grob vereinfacht zwei Typen von Konsumentenbürgern unterscheiden. Einerseits gibt es, wie etwa der Bioboom der letzten Jahre belegt, eine zunehmende Zahl von Bürgern, die ihren individuellen Konsum nach Kriterien der Nachhaltigkeit oder anderen ethischen Kriterien wie Tierschutz, globale Gerechtigkeit und Ähnliches ausrichten. Nun, inwiefern die Konsumentenentscheidung vieler Einzelner schon als Form politischer Beteiligung zu werten ist, ist strittig. Einige beharren darauf, dass nur staatliche Entscheidungen wirklich politische sind und Konsum hier wenig ausrichten kann. Andere betonen demgegenüber die politische Qualität der Signale, die von Konsumtrends wie etwa der verstärkten Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität, ökologischem Landbau und regenerativer Energie ausgehen können. Wie auch immer wir die politische Qualität individuellen Konsumhandelns und die darauf gerichtete Kommunikation in Form von Kaufratgebern und netzbasierten Informationsportalen beurteilen, festzuhalten bleibt, dass die politische Dimension des Konsums bei dieser Perspektive aus Konsumentenbürgern durch die Summierung von Einzelhandlungen entsteht und nicht durch genuin kollektives Handeln. Abgesehen von Änderungen auf der Mikroebene individueller Konsumpraktiken ist Konsumentenbürgerschaft auch durch die Entwicklung eines neuen, eher kollektiven Typs von Engagement zu beschreiben. Auf der Mesoebene politischen Handelns, das heißt auf der Ebene sozialer Bewegungen und kollektiven Protests, zeigt sich seit einigen Jahren eine deutliche Zunahme unternehmens- und marktkritischer Kampagnen und anderer kollektiver Formen eines kollektiven, kritischen, politischen Konsumerismus. In Deutschland bekannt etwa die Aktionen gegen Discounter wie Lidl oder Aldi, aber auch Proteste gegen Energieunternehmen und in jüngster Zeit sicher die Großbanken. Nicht nur Bioboom und kollektive Protestaktionen gegen Unternehmen und Branchen widersprechen der düsteren Vision einer Postdemokratie mit Bürgern als passiven Konsumenten. Auch hinsichtlich der zugrunde liegenden Vorstellung von Bürger als passiven Medienkonsumenten sind postdemokratische Kritikansätze zu hinterfragen. Denn ein grundlegender Wandel politischer Beteiligung zeichnet sich nicht nur durch die zunehmend bedeutsam werdende Kopplung von Politik und Konsum ab, er zeigt sich auch in der Einführung und Verbreitung digitaler Medien, insbesondere durch die massenhafte Nutzung von Social-Web-Anwendungen. Wikis, Weblogs und soziale Netzwerke ermöglichen es, einem prinzipiell offenen Kreis von Medienamateuren ohne großen Zeitaufwand und ohne große technische Vorkenntnisse Netzinhalte zu erstellen, zu verändern, zu veröffentlichen. Die Verbreitung interaktiver Social-Web-Anwendungen bietet gerade neuen, mit dem alltäglichen Handeln der Bürger verbundenen und die Grenzen von Privatheit und Öffentlichkeit überschreitenden Formen politischer Beteiligung neue engagementfördernde technische Gelegenheiten. Aus eher passiven Internetnutzern, die aktiven Internetanbietern gegenüberstehen, werden, so die optimistischen Annahmen, Prod-Nutzer, Producer, das heißt sowohl medienproduzierende wie konsumierende Aktivbürger. Durch ihre Producage in halböffentlichen Räumen des Social Webs werde, so Axel Bruns, der den Begriff geprägt hat, die klassische Trennung in Konsumtion und Produktion von Medienerzeugnissen aufgehoben. Aufgehoben wird aber auch, so möchte ich hinzufügen, die für liberale Demokratien ganz zentrale Trennung zwischen öffentlichen und privaten Sphären. Diese Veränderung von Medientechnologie und Mediennutzung hat für die theoretische Konzeptionalisierung bürgerschaftlichen Engagements erhebliche Folgen. Bürgerschaftliches Engagement ist immer stärker eine Kopplung von Politik- und lebensstilorientierten Alltagsanliegen, wie sie etwa im politischen Konsum ganz deutlich wird. Darüber hinaus wird Bürgerengagement zunehmend in lockeren, webbasierten, wenig institutionalisierten Netzwerken praktiziert. Die sie tragenden sozialen Bindungen sind eher dünn und oft wohl nur im allerweitesten Sinne freundschaftsähnlich. Nun, diese beiden optimistischen Entwicklungsvisionen von Bürgerschaft, das heißt einerseits die Transformation von Bürgern zu politisch reflektierenden, partizipativen Konsumenten und
andererseits die Vorstellung vom Bürger als webaffinen, aktiven Netzbürger, sind so meine These eng miteinander verkoppelt. Die Vorstellung vom Bürger als Producer, als politisch und gesellschaftlich Kommunikationsinhalte erzeugender und bewertender User des Social Web ist vor allem für die Formen von politischer Beteiligung relevant, die stärker individualisiert sind und analog der Webkommunikation genau in diesem Grenzbereich zwischen privater und öffentlicher Kommunikation stattfinden. Der sich im politischen Konsum ausdrückende Wandel von Konsumpräferenzen kann interpretiert werden als Ausdruck eines allgemeinen Wandels des Verhältnisses zwischen Anbietern und Nachfragern auf dem Konsumgütermarkt. Dieser Wandel ist maßgeblich durch die Einführung und Verbreitung interaktiver Netzmedien beeinflusst. Konsumentenplattformen haben das Informationsmonopol von Anbietern gebrochen. Konsumenten können durch ihre Netzmacht nicht nur den Preis von Produkten senken, sondern auch auf eine Verbesserung von Produktqualitäten drängen. Sie können damit, wie die Kollegin Scammell schreibt, die Regeln des Marktes verändern. Das Netz sozusagen schreibt die Regeln des Marktes neu, so ihre These. Es demokratisiert die Informationsumgebung und transformiert die Asymmetrie zwischen Käufern und Anbietern. Nun, wie eben erwähnt, lassen sich zwei Varianten von Konsumentenbürgerschaft unterscheiden. Die individualistische, bei der es vor allem um die Gesamtsummierung von Konsumpräferenzen geht, die Aggregation, und die stärker kollektive, bei der es vor allem um öffentliche Deliberation, Kampagnen und ähnliches, kollektive Protestaktionen geht. Für beide Varianten der Konsumentenbürgerschaft ist das Social Web von zentraler Bedeutung. Hinsichtlich der individualistischen Variante, bei dem es schlicht um einen Wandel individueller Konsumneigungen geht, ist vor allem der unbeschränkte Zugang zu Produktinformationen förderlich, den netzbasierte Kommunikationsplattformen eröffnen. Aber das Netz hat vor allem auch für lokal wie transnational mobilisierende soziale Bewegungen kritischer Konsumenten erhebliche Informations- und Mobilisierungsvorteile gebracht und damit den Typ einer neuen Protestpolitik erzeugt. Nur ganz kurz, der Kollege Winter wird da sicher gleich noch viel mehr zu erzählen. Die wesentlichen Merkmale, die wir in unseren Forschungen im Bereich von konsumeristischer Protestpolitik ausmachen konnten, sind einfach schlagwortartig die Verortung von Protest zwischen kollektiver Aktion und individualisierter Lebensstilpolitik, die Hybridität von Protestzielen im Sinne der Verkopplung ganz disparater Protestframes von Menschenrechten, Umweltpolitik, globaler Gerechtigkeit, Arbeitsbedingungen in der ersten Welt und ähnliches. Offene, flexible, horizontale und dezentrale Vernetzung individueller und kollektiver Akteure, also die Annahme bzw. die bestätigte Annahme, dass der Trend zur Professionalisierung von Protestpolitik, den wir bei Organisationen wie Greenpeace gesehen haben, insofern etwas gebrochen ist und es eine Gegentendenz zur Entwicklung der 80er Jahre gibt. Die Offenheit für Feedback und Kollaboration, das heißt die Verbindung von Spezialistenwissen und der sogenannten Weisheit der vielen. Virale Formen der Informationsverbreitung im Sinne sozusagen der raschen Aufschaukelung der Netzwerke und Erzeugung von Empörungswellen, größere Transparenz interner Entscheidungsprozesse, die Kopplung von Online- und Offline-Aktionen, aber auch die Erzeugung transnationaler Konnektivitäten. Aber wir wollen nicht verschweigen, dass diese neuen Elemente auch eher negativ konnotierte Folgen mit sich bringen, wie etwa die Unverbindlichkeit von Sozialbeziehungen. Und ja, darüber können wir vielleicht gleich in der Diskussionsrunde noch einmal streiten. Die Frage sozusagen, wie ist dieser Selectivism zu deuten, der Klickprotest, der relativ wenig kostet, aber aus meiner Sicht auch nicht immer allzu viel bringt. Traditionelle NROs erscheinen in dieser neuen Protestpolitik geradezu altmodisch. Im Gegensatz zur Old-Style NRO-Protestpolitik verstehen sich digitale Aktivisten als DIY-Protestler, Do-it-yourself-Aktivisten. Aufschlussreich ist in dem Zusammenhang die Antwort eines Cyber-Aktivisten auf die Frage nach seiner Definition von digitalem Aktivismus, die zu finden ist auf einem Video
das das Bergheim Institute an der Harvard University veröffentlicht hat mit dem Titel Explaining Digital Activism. Da erklärt ein digitaler Aktivist, was es denn heißt, und er sagt, you don't need non-governmental organizations, you don't need governments, you can do this by yourself. Nun, welche Potenziale und Reichweiten, aber auch welche Defizite haben, möchte ich abschließend erläutern, netzbasierte Formen von Kommunikation und Vernetzung hinsichtlich kollektiver Aktionen kritischer Konsumenten. Bürger als Producer, als Produzenten von Webinhalten und Netzaktivitäten. Zunächst ist festzuhalten, dass ich ein allgemeines, generalisiertes Sprechen über Politik im Netz im Allgemeinen, wie aber auch über politischen Konsum im Netz natürlich verbietet. Das brauche ich Ihnen als Medienpraktiker nicht zu sagen. Zu berücksichtigen sind unterschiedliche Kommunikationsstrukturen unterschiedlicher Kommunikationsangebote wie Netzwerkplattformen wie Facebook oder Utopia, Multimedia-Plattformen wie YouTube, Personal-Publishing-Anwendungen wie Blogs oder Microblogs wie Twitter oder Kollaborationsplattformen wie Wikipedia oder im Konsumbereich Crocodile.org. Facebook und Twitter spielen nicht nur eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung von Protesten auf der großen Weltbühne, wie Berichte zur Rebellion im Iran oder im Kontext des arabischen Frühlings belegen. Auch für eher lokal bedeutsame Flashmob-Aktionen kritischer Konsumenten, wie die inzwischen in vielen Großstädten organisierten Carrot-Mobs, sind unverzichtbare medienkollektiver Kaufaktionen geworden. In der öffentlichen Berichterstattung über nachhaltigen Konsum im Netz haben neben Carrot-Mobs in den letzten Jahren vor allen Dingen die Social-Networking-Plattform der Utopisten viel Beachtung gefunden. Betrachtet man die Zahl der registrierten User, so ist utopia.de, das vor 4 Jahren gegründete Webportal für strategischen Konsum und nachhaltigen Lebensstil, mit inzwischen mehr als 60.000 Mitgliedern wohl die erfolgreichste Social-Web-Plattform zur Förderung nachhaltigen Konsums in Deutschland. Statt kampagnenförmiger Mobilisierung von Unternehmenskritik setzt dieses Netzwerk pragmatisch auf die psychologische Motivationswirkung positiver Verstärkung. Nach dem Selbstverständnis der das Portal betreibenden Utopia AG ist Utopia, Zitat, für alle Konsumenten wie Unternehmen der Ort, um sich zu sammeln, miteinander zu vernetzen und dann gemeinsam loszulegen, um mittels des strategischen Konsums den Markt in eine positive Richtung zu lenken. Kaufen und gönnen Sie sich was, aber das Richtige. Registrierten Nutzern werden neben emotionalen gemeinschaftsbildenden Benefits vor allen Dingen alltagsweltliche praktische Benefits gegeben. Zu nennen ist etwa der von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Online-Einkaufsführer Utopia City oder der Utopia Product Guide, der kollaborativ erzeugtes Utopistenwissen nutzt, um individuell abfragbare Produktbewertungen bereitzustellen. In der alternativen Szene, durchaus kritisch kommentiert, ist die enge Verbindung, die die Utopia AG inzwischen mit zahlreichen mehr oder weniger ökologisch ausgerichteten Unternehmen eingegangen ist. In dieser hybriden Konstruktion zwischen Non-Profit und Profit-Orientierung verkörpert sich nicht nur die Schwierigkeit der Aufhebung des Widerspruchs zwischen basisnaher und zugleich professionell gestalteter Kommunikation. Damit verkörpert die Utopia-Plattform zugleich die widersprüchliche Geschichte der Netzkommunikation selbst, die einerseits von Beginn an von Gedanken der Allmende und der Free Software getragen war, andererseits jedoch immer stärker werdenden kommerziellen Verwertungsinteressen unterworfen wurde. Die hohe Zahl der registrierten Utopisten, wie die beeindruckende Zahl der gleich nach Einrichtung im Juli dieses Jahres gezählten Aufrufe des von der Bundesregierung und Verbraucherzentrale installierten neuen Webportals lebensmittelklarheit.de, auf dem Verbraucher Produkte melden können, bei denen sie sich durch Aufmachung oder Kennzeichnung getäuscht fühlen, zeugt davon, dass interaktive, konsumkritische Webangebote mit ihrer Kombination von Information, Beratung, Vernetzung und Beschwerdefunktion einen Nerv der Zeit getroffen haben.
ist damit zugleich die Macht klassischer Intermediäre, das heißt vor allem zivilgesellschaftlicher Protest- und Lobbygruppen, gebrochen? Ich denke, nein. Kommunikationsplattformen wie die der Utopisten oder Wikis wie Crocodile.org oder neue Protesterscheinungen wie Carrot Mobs, in denen individuelle Konsumenten gezielt Informationen über die moralische Qualität von Produkten und Produktanbietern austauschen und zu kollektiven Konsumhandeln aussuchen, liefern wichtige neue Kommunikationsformate. Kommunikationsformate, in denen Bürger unmittelbar miteinander kommunizieren und die kritische Beobachtung und Kommentierung gesellschaftlicher Missstände nicht mehr allein den professionellen Skandalisierern von Massenmedien und Nichtregierungsorganisationen überlassen. Doch sind politisch und gesellschaftlich wirksame Interventionen von Verbrauchern noch immer wesentlich an die Bündelungsleistung von Nichtregierungsorganisationen gebunden? Wie die sozusagen Beispiele, die hier abgedruckt sind, zeigen, sind entweder von, wie die Lidl-Kampagne von Verdi und Attac initiiert, die Nestlé-Kampagne von Greenpeace, Adidas von der Kampagne für saubere Kleidung und so weiter. Die Individualisierung politischen Engagements in sozialen Netzwerken und damit verbunden die Entkopplung von Protest von den klassischen Vermittlern zwischen Bürgern und Politik hat zweifelsohne den Charme des Spontanen, Egalitären und Anarchischen. Doch sind für den Erfolg wie für die demokratische Qualität neben der erfolgreichen Partizipation und Vernetzung möglichst vieler Einzelner auch ein erfolgreiches Agenda-Setting und Framing sowie eine intern demokratische Beteiligungsstruktur unerlässlich. Obwohl Social-Web-Anwendungen die Kollaboration individualisierter Kollektive in ausgedehnten Netzwerkorganisationen erleichtern, erfordert ein erfolgreiches Issue-Framing in der Regel noch immer die Fokussierung auf einen oder einige wenige Sprecher der Netzwerke. Dies belegen auch die jüngsten Anstrengungen von Presse und Fernsehen, kompetente und legitime Sprecher der Occupy-Bewegung zu interviewen. Erzeugung von Resonanz in Massenmedien wie im politischen System setzt die Benennung repräsentativer Sprecher voraus. Die egalitären Strukturen locker vernetzter und oft anonymer Netzkommunikation laufen jedoch den strukturellen Notwendigkeiten einer Benennung legitimer Sprecher entgegen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen extern geforderter Elitenbildung und strukturschwacher egalitärer Binnenvernetzung kennzeichnet demokratische Protestmobilisierung seit ihren Anfängen. Sie ist aber unter den Bedingungen der neuen Netzkommunikation ist dieses Spannungsverhältnis noch viel stärker und deutlicher geworden. Nun bedeutet dies denn nun zugleich, dass ich am Schluss meines Vortrags plädiere, die Macht der traditionellen Intermediäre wie Nichtregierungsorganisationen und Parteien zu stärken? Ich denke auch hier eher nein. Ein einfaches Zurück in die Zukunft wird es auch für die klassischen Nichtregierungsorganisationen und Nichtregierungsorganisationsnetzwerke wie Attac und ähnliche nicht geben. Auch deren Legitimation ist auf eine erfolgreiche Umsetzung der grundlegenden Prinzipien demokratischer Netzpolitik angewiesen. Offenheit, Transparenz und Kollaboration. Wikis, Weblogs und andere interaktive Social-Web-Anwendungen bieten vielfältige Möglichkeiten einer Aktivierung von Bürgern, doch bleibt bisher die Einbindung als Producer, als Mitproduzenten von Wissen in Prozesse von Wissensgenerierung und Entscheidungsprozesse von NROs weit hinter den technischen Möglichkeiten des Social-Web zurück. Wollen klassische Nichtregierungsorganisationen unter den Bedingungen der Netzkommunikation ihre Sprecherrolle für Protestmobilisierung behalten, so sind auch sie gezwungen, sich partizipativer für Wissen und Beteiligungsbedürfnisse ihrer Unterstützer zu öffnen. Dies gilt für die Mobilisierung von Bürgern in Kontexten politischen Konsums, für sie als kritische Konsumenten, aber auch für die Mobilisierung von Ehrenamtlichen und die Mobilisierung für viele andere Formen bürgerschaftlichen Engagements. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und möchte am Schluss sozusagen auf
für die, die es interessiert, einen Blog hinweisen, den wir in Siegen zu einem neuen Forschungsprojekt machen, was sich genau zu dieser Frage, auch mit dieser Frage beschäftigt, Social Web und Konsumenten. Herzlichen Dank.